Hier ist Marco von Werbebild24. Der Thomas von Werbebild24. Ja, und der Stefan. Ja, was machen wir hier? Bei euch richtig geil angekommen vor 2 Jahren. Wir hatten einen Adventskalender. Ihr habt uns ja cool supportet. Das machen wir nochmal. Wir haben wieder einen Adventskalender, aber diesmal besser, in noch besser. Im Wert von roundabout 11.000 Euro. Oho. Und natürlich nicht nur am Ende die tollen Preise und am Anfang, sondern dazwischen auch. Und zwischendurch zu jedem Advent. Ja, jeden Adventssonntag. Genau. Wird es wahrscheinlich, so haben es durchgesickert vom weißen Knecht Hubrecht, ein Gerät vielleicht. Ja, ja. Wird es ein Gerät geben. Jeden Adventssonntag wird es ein Gerät geben und einen 500-Euro-Gutschein. Und zwischendurch natürlich auch richtig geile Preise. Ja, ja. Was müsst ihr machen dafür? Genau, was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst unsere Beiträge teilen, markiert Jagdfreunde, abonniert unseren Kanal und gebt die richtige Antwort. Ja, es sind ein paar Sachen, die ihr machen müsst, aber wir haben auch mega geile Preise für euch. Es lohnt sich, definitiv. Ja, wenn euch das so schnell war, einfach nochmal zurückspulen und neu abspielen. Ja, und das bitte für beide Kanäle, einmal auf YouTube, einmal auf Instagram. Wenn ihr das macht, seid ihr gut dabei, habt da eine gute Chance und wir drücken euch natürlich die Daumen und nochmal danke für den geilen Support. Ja, und wir geben ein bisschen was zurück und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß bei den nächsten Tagen, wo wir euch ein bisschen was erzählen. Hier ist der Stefan, ja, zum Weihnachtskalender. Der Marco. Und der Thomas auch. Ja. Welcher ist heute? Sind die nicht alleine am Tisch? Nee, welcher ist heute? Na, welcher ist heute? Der 12.12. Der 12.12. Ist nicht Fasching. Nee. Es ist Weihnachten. Das war der 11. Okay, okay. Und nennt man Karneval. Ist gut. Du musst mal wieder auf Arbeit kommen. Ja. Du hast lange vorher. Ja, schon mal zu unterwegs. Ja. Ja. Komm mal in den Sack drin. Was hast du schönes in deinem Sack? Ich sehe schon. So schön gesehen. Ich lass mal die Bombe platzen. Ne? Oha. Ja. Oha. Sag, guck mal, Thomas, ne? Hat da. Mal hier. Taschenlampe. Ja, ja, ja. Und natürlich, es ist immer mein Favorit draußen, das muss ich einfach sagen. Ich nehme immer eine Kanne mit. Bei mir ist Tee drin. Ja. Immer. Mit Schuss? Kein Jägertee, es ist wirklich Tee drin. Ja, ein bisschen weniger Tee drin. Ja. Und ich liebe das, einfach eine Thermoskanne dabei zu haben, weil nach jedem Ansitz, das ist mega, wenn die Sonne hochkommt oder generell, wenn der Tag startet, in dem Morgengrauen, braucht man einfach eine Tasse Tee. Und damit ihr das Gleiche fühlt wie ich, also was Gutes, kriegt ihr von uns nicht nur eine, sondern zwei. Deswegen, bei einmal kriegt ihr wer? Also jeder eine. Jeder eine Thermoskanne und eine Taschenlampe. Genau, genau. Und was muss man dafür machen? Ja, ihr merkt es bestimmt, wir haben ja mittlerweile den 12. Also 12 Tage liegen schon hinter uns, also 12 coole Videos. Und da musstet ihr immer was machen und jetzt natürlich auch. Und was ist die Frage? Ja, die Frage ist, wir haben ja so tolle Videos bei uns auf der Seite und immer coole Titel. Und da gibt es einen Titel und der heißt, wir lassen die Bombe platzen aus China. Nee. Jesus. Der heißt, die Bombe aus China. Genau, die Bombe aus China. Und welches Gerät stellen wir denn da vor? Ja, ist ein cooles Gerät. Ja, ich finde es sehr gut. Ja, und wenn ihr das wisst, unten in die Kommentare, genau, auf Instagram und YouTube. Und ansonsten teilen, liken, kommentieren. Abonnieren, Facebook. Das heißt, ja, markieren. Alles jetzt. Markieren. Jetzt haben wir es alle. Tschüss, viel Spaß. Ciao.